Schönen guten Tag zusammen. Ich möchte euch heute zeigen, welche Anschlussmöglichkeiten hier unser Display bereithält. Ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, hier unten gibt es einige Anschlüsse. Dazu mache ich am besten erstmal die Flügel auf, dann sieht man sie besser. Also, unschwer zu erkennen ist hier unten der HDMI-Eingang. Ja, und wir haben hier noch einen Ausgang Touch, das ist USB-B, wie man das auch vom Drucker her kennt. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen, was man damit machen kann. So, ja, ich bin jetzt hinter der Tafel. Wie die meisten von euch vielleicht schon gesehen haben, gibt es hier ein Fach, welches verschlossen ist. So, ich schließe das Fach auf. Die Klappe kann man abnehmen, wenn man möchte. So, ich versuche aber das Ganze ranzulassen, dann fällt es auch nicht so auf. So, hinter der Klappe befindet sich ein Karton und den schauen wir uns jetzt mal kurz an. So, wir machen ein kleines Pack-Opening. Ich habe es natürlich schon geöffnet, deswegen weiß ich auch, was drin ist. Also was wir jetzt benötigen, ist, brauche das nicht. Das wäre ein USB-C auf USB-C. Wir brauchen das hier. Ja, das ist der USB-B, USB-A. Gehen wir auf Seite. Und wir benötigen ein HDMI-Kabel. So, was sonst noch hier in dem Paket ist, ist klar, wir haben zwei Stifte, blau und rot. Mit diesem Stift können wir gleich auch mal schreiben. Es ist eigentlich kein Unterschied zwischen diesen beiden Farben, denke mal einfach nur der Zuordnung halber. Ich schalte das Touchpanel jetzt erstmal an. So, und ja, braucht jetzt ein bisschen, während das Touchpanel bootet. Gehe ich hier mit meinem Kabel in den HDMI-Eingang und verbinde hier mit meinem iPad, dem Adapter, den ich hierfür benötige, meinen USB-C-Anschluss mit dem HDMI-Kabel. So, falls jemand ein anderes iPad benutzt, also kein Pro, dann hat er einen Adapter, der quasi die ganzen anderen drei Anschlüsse mit Apple Lightning verbindet. Bei mir ist es der USB-C-Anschluss. Jetzt selektiere ich hier die Eingangsquelle meines Signals. Ich nutze also das übliche Symbol. Gehe hier nun auf HDMI. So, man sieht also jetzt das Bild auf meinem iPad. Und ich kann hier ganz normal arbeiten. Ich benutze in der Regel den Pencil, ja, selektiere jetzt hier einfach eine Farbe, f von x gleich x plus 3 x im Quadrat minus 2, einfach mal als Beispiel. Funktioniert also wunderbar. Ich benutze also unser Touchpanel jetzt im Wesentlichen als ja, Beamer oder als großen Fernseher. So, gleiches geht auch für einen Laptop, in dem Fall ist es ein MacBook. Ich habe das jetzt bereits verbunden. Am MacBook erscheint dann sofort das Bild stark verkleinert, einfach weil die Auflösung dann auch geändert wird. Hier gibt es halt die Möglichkeit, dass man den Bildschirm spiegelt auf seinem oder von seinem Gerät oder dass man das Gerät als zweiten Bildschirm verwendet. Ich denke mal, das erste ist sinnvoller, dass man sagt, okay, ich habe die Inhalte auf meinem MacBook oder Laptop und die möchte ich gerne präsentieren. Die interessantere Möglichkeit, die kommt jetzt, und zwar habe ich ja schon erwähnt, wir haben dort noch einen USB-B-Anschluss, der mit Touch beschriftet ist. Das lässt vermuten, dass es das auch wirklich macht. Ich verbinde also jetzt das Kabel mit meinem Laptop. So, und sollte jetzt im Normalfall tatsächlich
mein Gerät darüber bedienen können. Ja? Also ich habe nun einmal den Ausgang aus meinem Computer mit dem Touchpanel verbunden, aber das Touchpanel mit dem zweiten Kabel auch mit dem Laptop, sodass ich quasi einen Ein- und einen Ausgang habe. So, ein gutes Beispiel ist eigentlich Excel, wenn man das verwenden möchte. Ich muss nicht dauernd zum Pult und mich wieder hinsetzen, sondern ich markiere jetzt hier einfach mal diese beiden Zellen und man sieht ja hier unten das kleine Quadrat. Im Normalfall würde ich jetzt das hier runterziehen können. Wups, und tatsächlich, das funktioniert. Ich kann also eigentlich, durch jetzt nicht die volle Funktionalität herstellen wie am MacBook, denn ich hätte jetzt hier erstmal die Tastatur, zumindest aktuell. Aber ich kann zumindest solche Sachen wie Auto ausfüllen von Zellen verwenden. Ja, das war es jetzt erstmal so fürs Erste. Die Verbindungsfreudigkeit des Panels habe ich jetzt mal demonstriert. Und sobald der Rechner, der auch noch integriert ist, aufgesetzt ist, ist noch einiges mehr möglich. Ja, es gibt hier noch einen kleinen Nachtrag zu dem Video. Und zwar kann ich meine externen Geräte auch noch anders verbinden. Ihr habt vielleicht gesehen, es gibt noch ein USB-C-Kabel. Ich zeige das mal. Hier vorne gibt es allerdings keinen Anschluss dafür. Aber hier ist USB-C und das werde ich jetzt mal verbinden. So, ich habe jetzt die Verbindung hergestellt zwischen meinem iPad und dem Active Panel. Um die Quelle zu wählen, gehe ich wieder auf die entsprechende Taste und jetzt erscheint hier USB-C. Das wählt man an. Ja, und dann funktioniert es ganz ohne HDMI, denn USB-C beinhaltet ja unter anderem auch Videoübertragung.